Tagesordnungspunkt 15 rufe ich auf. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes. Berichterstatter Herr Kollege Bauer. Ich das Wort erteile dazu der Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Kollege Bauer, Sie haben das Wort zur Berichterstattung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit Stimmen der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Abg. Bauer für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Niemand macht ohne triftigen Grund eine Wahlkreisreform. Anlass für die Notwendigkeit, Wahlkreise neu einzuteilen, sind zwei Fakten, die in der bisherigen Debatte auch von niemandem in Zweifel gezogen wurden. Das ist zum einen die demografische Entwicklung. Wir haben eine Bevölkerungsabnahme im ländlichen Raum in Nordhessen und eine Bevölkerungszunahme in den Ballungsgebieten in Südhessen. Und zum anderen gelten in einer Demokratie Wahlrechtsgrundsätze, dass Wahlen allgemein, unmittelbar, frei und geheim sein müssen und dass sie auch gleich sind, das heißt, jede Stimme den gleichen Zähl- und Erfolgswert haben muss. Und der Gleichheitsgrundsatz ist nämlich auch bei der technischen Gestaltung der Wahl, also auch bei der Wahlkreiseinteilung, zu beachten. Durchschnittlich, meine Damen und Herren, kommen 80.000 Wahlberechtigte auf einen hessischen Landtagswahlkreis. Aber wir haben weitaus auffällige Extreme, um nur zwei zu nennen. Der Wahlkreis Rothenburg liegt um 28,8 % unter diesem Schnitt und der Wahlkreis Gießen I mit 28,9 % über diesem Schnitt. Angesichts dieser Umstände hat ja auch die FDP auf das Schreiben des Innenministers reagiert und verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Diese aktuelle Situation lässt sich angesichts der bereits gravierenden Differenzen nicht aufrechterhalten. Es muss sich hier etwas ändern. 25 % Toleranzgrenze ist das Maß an Abweichung, wie sie auch andere Bundesländer haben und wie sie der Bund als Grenze festlegt. Ab dann ist eine Neuabgrenzung vorzunehmen. Auch wir sind nach dem Anschreiben des Innenministers und den eben erwähnten Rückmeldungen der FDP zu der Auffassung gekommen, dass man, wenn man die Toleranzgrenze von 25 % ernst nimmt, in wenigstens 8 Wahlkreisen Änderungen mit Blick auf die Rechtssicherheit der Wahl vornehmen muss, meine Damen und Herren. Und wir als Parlamentarier und kein anderer regelt die Kriterien seiner Zusammensetzung. Das ist ganz ausdrücklich keine Sache der Regierung. CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben entsprechend einen Gesetzentwurf vorgelegt, der Rechtssicherheit schafft und im Sinne des Kontinuitätsgedankens nur die zwingend erforderlichen Änderungen anhand mathematischer Notwendigkeit zeitnah regelt und insgesamt in 14 Wahlkreisen Änderungen vornimmt. Meine Damen und Herren, wir nehmen diese Anpassungen auf Basis der aktuell verfügbaren statistischen Zahlen vor. Ich sage ganz ausdrücklich, auch wir würden uns einen aktuelleren, validen Datenbestand wünschen. Er liegt aber nicht vor, meine Damen und Herren. Und alle anderen Vorschläge, etwa auf Wahlverzeichnisse bei der Bundestagswahl zurückzugreifen, führen lediglich zu Annäherungswerten, die nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Wir haben diesen unbefriedigenden Zustand natürlich im Rahmen der Anhörung bei der Hessischen Statistischen Landesamt bei dem Amt hinterfragt und von der Frau Präsidentin, Frau Dr. Figner, folgende Antworten erhalten. Ich darf sie zitieren. Ich wurde nach dem Grund der Verzögerung der amtlichen Statistikzahlen gefragt. Das ist ein bundesweites Problem. Es liegt nicht in Hessen. Es ist eine schwierige Programmierung. Wir verwenden die Daten aus allen Ländern in einem einzigen Programm. Das sind über 10 Millionen Datensätze, die aus Tausenden von Meldebehörden kommen. Es handelt sich um Daten der Kommunen aus den Melderegistern, die in die Statistik eingehen. Das ist hochkomplex. Dafür ist ein neues Programm erforderlich, das komplexer war, als die Programmierer sich das vorgestellt haben. Die sitzen nicht in Hessen. Das sage ich dazu. Und dazu kam, ich darf Sie weiter zitieren, dass der Standard der Datenlieferung von den Meldebehörden mitten in der Programmierung auf den sogenannten XMIT-Standard geändert wurde. Darauf werden jetzt alle Daten im öffentlichen Bereich umgestellt. Das sind die beiden Gründe für eine bundesweite Verzögerung. Und wir beginnen jetzt mit einer sogenannten Aufholjagd. Praktisch das
Die zweite Frage war, ob man aus den – ich darf Sie weiter zitieren, das ist ein Zitat der Präsidentin. Ich darf die Präsidentin weiter zitieren. Die zweite Frage war, ob man aus den Wahlverzeichnissen oder auf anderem Wege die Zahl der Wahlberechtigten ermitteln kann. Die Zahlen liegen vor, das ist kein Geheimnis, sagt die Präsidentin. Sie stehen im Internet. Aber das hat nichts mit Statistik zu tun. Deshalb verstehe ich den Vorwurf an die Statistik nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie deckungsgleich ist. Das habe ich nicht untersucht. Aber es kann auch nicht deckungsgleich sein, weil die rechtlichen Grundlagen ganz andere Merkmale enthält. So nachzulesen im Protokoll INA 80 der Sitzung, Seite 27, folgende. Meine Damen und Herren, wir haben keinen anderen Datenbestand. Wir müssen auf den vorhandenen Datenbestand zurückgreifen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Unter der Berücksichtigung, dass wir die weitestgehende Kontinuität wollen, denn Sie müssen sich einmal vorstellen, bei den jetzt schon vorgenommenen Änderungen waren alle betroffenen Bürgermeister logischerweise dagegen. Wenn wir andere Kriterien heranziehen würden, wären viel mehr Wahlkreise betroffen und wir hätten genau die gleichen Argumente gehört, dass noch viel mehr dagegen wären. Keiner möchte die Änderungen bei sich haben. Das erinnert mich an das St. Florians-Prinzip, wo man dann sagt, Heiliger St. Florian, verschone mein Haus, zieh ins andere an. Keiner war bereit. Alle sehen die Notwendigkeit von Änderungen, aber keiner war bereit, die Änderungen bei seiner Kommune vornehmen zu lassen, meine Damen und Herren. Wir schlagen einen minimalinvasiven Eingriff vor, so würde der Mediziner sagen. Ich habe einmal nachgeschaut, laut Duden heißt das die Durchführung operativer Eingriffe ohne größere Schnitte. Wir machen also entsprechend von klaren Grundsätzen eine minimalistische Lösung, die Rechtssicherheit schafft. Es geht um die Wahlkreisgröße, die werden angeglichen. Es geht um ein zusammenhängendes Gebiet, das erforderlich ist. Wir haben auch natürlich historische, politische, und kulturelle und wirtschaftliche Grenzen zu berücksichtigen. Und das alles, so sagt der Gesetzentwurf, muss gegeneinander abgewogen werden und in einer Weise zum Ausgleich gebracht werden, damit alle Interessen berücksichtigt werden. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, und ich kenne keinen anderen. Ich kenne keinen anderen und ich kenne keinen besseren, meine Damen und Herren, der diesen Kontinuitätsgedanken beinhaltet. Die Sachverständigen selbst sagen, man kann auch weit größere Eingriffe vornehmen. Ich darf Prof. Will zitieren aus dem Protokoll von Seite 16. Kreisgrenzen sind kein Dogma. Es gibt diverse rechtliche Vorgaben anderer Bundesländer, in denen man sogar Gemeindegrenzen durchschnitten hat. Zitat Ende. Das alles wollen wir nicht. Wir wollen die weitestgehende Kontinuität im Sinne von Rechtssicherheit. Das ist unser Vorschlag. Und nichts anderes liegt in diesem Hause bis zum jetzigen Zeitpunkt vor, meine Damen und Herren. Wir haben hier viele Besserwisser, aber keinen Bessermacher, meine Damen und Herren. Für eine grundlegende Befassung mit dem Landtagswahlgesetz sollten wir uns in der nächsten Wahlperiode auf den Weg machen. Deshalb haben wir in dem heute eingebrachten Änderungsantrag 19-5450 einen Vorschlag für diesen gemeinsamen Weg erarbeitet. Der neue § 7 Absatz 4 sieht entsprechend des Bundeswahlgesetzes eine Regelung vor, dass zukünftig in jeder Wahlperiode eine Wahlkreiskommission dem Hessischen Landtag über Änderungen der Bevölkerungszahlen im Wahlgebiet berichtet und Änderungsvorschläge unterbreitet. Die Mitglieder der Wahlkreiskommission sollen nach Beginn der Wahlperiode vom Präsidenten des Hessischen Landtags ernannt werden. Die Wahlkreiskommission soll sich aus dem Landeswahlleiter, dem Vorsitzenden, dem Präsidenten des Hessischen Statistischen Landesamtes, auch des Verwaltungsgerichtshofs und fünf Abgeordneten zusammensetzen. Meine Damen und Herren, mit dieser Wahlkreiskommission wollen wir ein objektives, unabhängiges, neutrales Gremium schaffen, das dann entsprechende Kriterien erarbeiten kann, um eine große Reform anzugehen. Um diese Änderungen entsprechend zu bewerten, wir haben ja heute den Änderungsantrag auch eingebracht und vorgelegt, werden wir natürlich auch aus eigenem Interesse heraus eine dritte Lesung beantragen. Meine Damen und Herren, wir können Änderungen vornehmen und haben im Änderungsantrag auch eine kleine Änderung vorgenommen, die einen Vorschlag beinhaltet, der nicht zulasten Dritter geht. Im südhessischen Bereich hat die Gemeinde Großrohrheim selbst vorgeschlagen, dass sie eine andere Zuteilung wünscht. Das ist unter Beibehaltung der von mir genannten Kriterien möglich. Die Wahlkreisgrenzen werden eingehalten. Die entsprechenden Toleranzzahlen werden eingehalten. Es ist eine Möglichkeit, dass man dem Ansinnen entgegenkommen kann und hier auch die entsprechenden politischen Gebietskörperschaften berücksichtigen kann. Das entspricht im Übrigen dem Wunsch der Gemeinde, des Kreistages und auch meiner zweier Kollegen aus dem Kreis Bergstraße, die dieses Instrument und diesen Vorschlag ja auch selbst in die Debatte eingebracht haben. Ich bin gespannt, wie Sie sich dazu verhalten werden. Und, meine Damen und Herren, wir dürfen eines noch festhalten. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, der Rechtssicherheit schafft. Auf Alternativen warte ich bis heute. Ich kann nicht erkennen, wie man dieses Problem in der Kürze der Zeit besser lösen kann. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Das Wort hat Herr Abg. Rudolph, SPD-Fraktion. Ist der Herr Bauer so groß? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Schreiben des Ministers des Innern und für Sport, 25. April 2017, das wird immer und immer wieder im Protokoll des Landtages und vielleicht auch darüber hinaus gebraucht. Der Innenminister schreibt in den letzten beiden Absätzen, altes Datenmaterial, Stand 31.12. Weitere Entwicklungen müsse man unberücksichtigt lassen, wenn man dann handeln will. Letzter Absatz. Ich rege vor diesem Hintergrund an, eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf der Basis der dann aktuell vorliegenden Bevölkerungszahl in der neuen Wahlperiode anzugehen. Bei dieser Gelegenheit könnte man auch eine Wahlkreiskommission bla 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 machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann kommt ein Brief von Herrn Bouffier bzw. eine Vorlage an Herrn Schäfer-Gümbel, und dann kommt dann irgendwann ein Gesetzentwurf von Schwarz-Grün. Herr Innenminister Beuth, was hat sich eigentlich zwischen dem 25. April, Ihrem Schreiben und Einbringung des Gesetzentwurfs geändert? Warum machen Sie jetzt einen Paradigmenwechsel? Jetzt hören Sie da auf, das können Sie ja noch nicht einmal in Neuansbach, guter SPD-Bürgermeister, Herr Kollege, noch nicht einmal in Neuansbach erzählen, dass Sie auf ein Schreiben der Opposition reagieren und etwas umsetzen. Hören Sie da auf? Das ist ja kindisch, das ist ja geradezu kindisch. Erste Lesung, Hessischer Landtag. Wir haben das für problematisch gehalten an vielen Punkten. Am 9. November Anhörung im Hessischen Landtag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der ein oder andere Kollege war da. Selten war eine Anhörung und ein Urteil über diesen Gesetzentwurf so vernichtend. Und dann stellt sich der Kollege Bauer hin und wagt es, zwei Sätze von Herrn Wild zu zitieren. Sie sollten einmal alles von Herrn Wild zu zitieren. Im Ergebnis sagen die Sachverständigen, die Rechtsgutachter, dieser Gesetzentwurf ist in einigen Bereichen verfassungswidrig. Das ist die klare Aussage. Und Sie reden heute Morgen von Kompromissen suchen, was gemeinsam machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist relativ einfach, Herr Kollege Bellino. Wir wollen ein geordnetes Verfahren, kein Hauruck-Verfahren, wie Sie es machen. Wir wollen Kriterien, die nachvollziehbar sind. Und wir wollen, dass eben Landtagswahlkreise nicht nach politischen Gesichtspunkten zusammengeschustert werden und dass es möglicherweise der CDU nutzt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wollen wir dezidiert nicht. Wir haben das an den Zahlen, aktuelles Datenmaterial gibt es. Das werden wir alles noch einmal in Ruhe überprüfen. Dann machen Sie händisch an 426 Städten und Gemeinden, ermitteln Sie die Zahlen. Das ist machbar. Hat ein Gutachter gesagt, Aufwand darf bei so wichtigen Fragen nicht die Rolle spielen. Im Übrigen, Herr Innenminister, Sie haben 3,5 Jahre Zeit gehabt. Haben Sie 3,5 Jahre die Entwicklung verpennt, so wie beim Verfassungsschutz. Abends werden bestimmte Leute fleißig. 3,5 Jahre Zeit, die hätte uns jetzt gut gefehlt, und die hätten wir gut gebrauchen können an der Stelle. Die Zahlen, ein Beispiel, auch in der Anhörung deutlich der Bürgermeister der Gemeinde Niederdorf-Velden aus dem Main-Kinzig-Kreis. Sie erreichen jetzt schon durch die Veränderung diese 25%-Grenze nicht. Und wir haben in einigen Bereichen in Hessen, in Frankfurt, um Hanau, um Wiesbaden, im Main-Kinzig-Kreis, im Kreis Bergstrage Veränderungen. Wir werden Handlungsbedarf haben, die weit über diese jetzigen Änderungen hinausgehen. Und Herr Bellino, das haben wir Ihnen gesagt. Wir werden eine umfassende Wahlkreisreform machen. Und ich habe in der ersten Lesung gesagt, wir wissen nicht, ob wir dann Landkreisgrenzen einhalten können. Aber wir wollen das in einem sauberen, transparenten Verfahren und nicht einmal kurz vor Toreschluss. Und das war das Ergebnis der Anhörung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Gesetzentwurf ist an dieser Stelle nicht haltbar. Aber bei Ihnen gilt augenscheinlich Augen zu und durch. Jetzt haben Sie einen Änderungsantrag. Also erst einmal herzlichen Dank, Herr Innenminister, an Ihre Mitarbeiter, die sicherlich den Koalitionsfraktionen ordentlich zugearbeitet haben bei dem Änderungsantrag. Wir würden das als Fraktion so nicht hinkriegen, aber das ist eben das Privileg von Regierungskoalitionen. Wir können das auch machen lassen. Na, schreiben die auch nichts jetzt? Ich nehme das Angebot gerne an. Wir machen demnächst einmal einen Test. Meine Damen und Herren, aber durch die Änderung wird das ja alles nicht besser, weil Sie können bis heute nicht nachweisen und nicht nachvollziehen mit einer vernünftigen Begründung, warum Sie bestimmte Gemeinden bestimmten Wahlkreisen zuordnen. Warum
wird die Gemeinde Eiderfeld aus dem Landkreis Fulda in den Wahlkreis Hersfeld verschoben. Das haben Sie bis heute noch nicht stichhaltig nachweisen können, meine Damen und Herren. Und da gibt es einen Beschluss im Kreistag Fulda der CDU. Der Kreistag des Landkreises Fulda spricht sich gegen eine kurzfristige Neuordnung des Landtagswahlkreises 14 aus, bei der es zu einer Herauslösung der Marktgemeinde Eiderfeld kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie reden doch sonst davon, dass Sie Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Das sind ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Sie haben es ja am Beispiel der Gemeinde Groß-Rohrheim gemacht. Da steht in der Begründung, gab es einen Beschluss der Gemeindevertretung und des Kreistags. Es gibt auch andere Beschlüsse. Die gibt es in Niederdorfelden, die gibt es in Nieste, die gibt es beispielsweise in Heidenroth. Also machen Sie doch das an anderen Bereichen doch auch, wenn Sie schon so konsequent sind. Nicht nur da, wo es Ihnen mal gerade in den Sinn kommt. Und deswegen ist das ein schwerer Mangel dieses Gesetzentwurfs, dass Sie das nicht stichhaltig begründen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Übrigen haben wir gelernt in der Anhörung, dass ein ehemaliger amerikanischer Vizepräsident von Anno dazu mal Gerrymandering erfunden hat. Und das ist die willkürliche Zusammenschneiden und Schustern von Wahlkreisen nach politischen Kriterien. Wir haben es Ihnen schon einmal in der ersten Lesung gesagt. Ich sage es Ihnen in der zweiten, und Sie kriegen es in der dritten. Sie gehen zusehend ins Auge in eine rechtlich problematische Situation. Da kann ich Ihnen nur sagen, da ist Borniertheit noch ein ganz vornehmer Ausdruck, um das zu sagen. Und dann erzählen Sie uns heute Morgen etwas, Parteien, Fraktionen müssen zusammenarbeiten, gemeinsam in einem Konsens. Sie kriegen Argumente von der Opposition, Sie kriegen Argumente von Rechtsverstehern, und Sie ignorieren das. Da fehlt einem jedes Verständnis, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt ein Urteil des Staatsgerichtshofs aus dem Jahr 2006. Warum wird das von Ihnen nicht angewandt, meine sehr verehrten Damen und Herren? Da steht nämlich drin, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Abweichung von Bevölkerungsentwicklungen, zur höchst zulässigen Abweichung der Größe unterschiedlicher Wahlkreise orientiert sich maßgeblich daran, die Bildung von nicht ausgleichsfähigen Überhangmandaten entgegenzuwirken. Anders als das Wahlrecht des Bundes sieht aber das hessische Wahlrecht die Bildung von Ausgleichsmandaten vor. Nicht zuletzt deshalb ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes zur Wahlkreiseinteilung des Bundes auf das hessische Wahlrecht nicht übertragbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Urteil, Beschluss, Staatsgerichtshof aus dem Jahre 2006 spielt bei der Gesetzesthematik überhaupt gar keine Rolle. Auch das ist ein sehr bemerkenswerter Zustand. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und dann, weil Sie sagen, Alternative, ja, eine Wahlkreiskommission einzurichten, ist ein sinnvoller Vorschlag. Mit Beginn der neuen Wahlperiode, irgendwann wird es ja mal neue Daten geben. Übrigens, ein Rechtsgutachter hat auch klar ausgeführt, man muss immer nah an den aktuellen Zahlen und auch realistischen Zahlen sein. Sonst könnten Sie ja auf die Idee kommen, wir nehmen mal Zahlen von 2010 oder so. Und dann haben Sie noch etwas eingeführt zur Wahlkreiskommission. Und dann, meine Damen und Herren, das ist ja nun, wer sich das schon einmal anhat, schauen können. Der Gesetzentwurf kam allerdings heute erst um 12.16 Uhr. Also, das wird nicht jeder Kollege geschafft haben und jede Kollegin, weil man noch etwas anderes zu tun hat. Ist ja großzügig, dass Sie überhaupt bis zur zweiten Lesung hingekriegt haben, meine Damen und Herren. Und diese Wahlkreisreform sieht vor, auch da kann man streiten über das Prozedere. Aber eine Passage will ich Ihnen noch einmal vortragen, die finde ich ja richtig rührend. Da darf der Landtagspräsident 5 Abgeordnete nach eigenem Gusto benennen. Der Landtagspräsident, nichts gegen den Landtagspräsidenten, aber der darf nach eigenem Gusto dann 5 Abgeordnete benennen, richtig großzügig, so wie nach dem Feudalrecht. Wir haben das heute Morgen bei der Leuchtner-Medaille schon einmal so ein bisschen erlebt, dass jemand etwas bestimmt. Da steht nicht drin, dass alle, Fraktionen berücksichtigt werden sollen. Da steht auch übrigens nur in der Begründung, meine sehr verehrten Damen und Herren, natürlich müssen alle Fraktionen des Landtags in einer solchen Wahlkreiskommission vertreten sein. Und wir entscheiden als Fraktionen schon selber, wen wir dorthin entsenden. Da gibt es kein Gnadenrecht, meine sehr verehrten Damen und Herren, von irgendjemandem. Und das zeigt übrigens, welcher Geist hinter diesem Gesetzentwurf dahinter steht. Das ist schon alles mehr als bedenklich. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf enthält weiterhin starke Elemente von verfassungswidrigen Ansätzen. Sie sind darauf hingewiesen worden. Übrigens, ein Argument auch in der Rechtsprechung ist, dass man nicht ohne Not Einwohner einer Stadt oder Kommune so
Verfassungsgericht Rheinland-Pfalz mal eben in eine andere Kommune zuordnet, weil da gibt es gewachsene Traditionen. Auch das sind Argumente, die man abwägen muss. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, besteht ein weit größerer Handlungsbedarf als über die genannten Wahlkreise. Aber das, was Sie jetzt machen im Schweinsgalopp, nachdem man 3,5 Jahre gepennt hat, und im Übrigen wäre es Aufgabe des Innenministers und der Regierung gewesen, den Gesetzentwurf vorzulegen, ein ordnungsgemäßes Verfahren. Da sagt er, was ein Quatsch! Was ein Quatsch! Wissen Sie, Herr Bauer, ungetrübt von Sachverstand lässt sich's gut parlieren. Aber ich will Ihnen an der Stelle mal deutlich sagen, der Innenminister ernennt beispielsweise auch den Landeswahlleiter. Der ist im Nebenjob nach Abteilungsleiter im Innenministerium. Könnte man ja auch auf die Idee kommen, die Unabhängigkeit ist möglicherweise auch nicht so gegeben. Ich habe gesagt, man könnte, konjunktiv. Und deswegen, Herr Bauer, wäre es natürlich Job der Landesregierung gewesen, weil sie ist auch dafür da und hat die Möglichkeit, aktuelles Datenmaterial zu bekommen. Nein, dieser Gesetzentwurf ist höchst fragwürdig. Wir haben Sie ihn angekündigt, Sie sind bockig. Sie sind nicht bereit, einzulenken. Deswegen werden wir in der dritten Lesung das noch einmal beraten. Wir werden dann sehen, ob Sie noch etwas an dem Gesetzentwurf verändern. Ansonsten werden Sie schon sehen, gibt es andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Aber meine Lebenserfahrung sagt mir, eine Wand ist immer noch stärker als Ihr Kopf. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, der vorliegende Gesetzentwurf ist eine einzige Zumutung für die Fraktionen, Parteien und letztlich die Wählerinnen und Wähler in Hessen. Das ganze von CDU und GRÜNE durchgezogene Verfahren ist eine einzige Zumutung für uns alle. Ich will das nur einmal ganz kurz rekapitulieren. Da wird eine Anhörung durchgeführt, und dann wird eine Sondersitzung des Innenausschusses einberufen, Dienstag 13 Uhr. Da wird mündlich angekündigt, es wird einen Änderungsantrag zu dem Gesetz geben. 2 Minuten später beschließen die Regierungsfraktionen hier in zweiter Lesung den vorliegenden Gesetzentwurf unverändert anzunehmen. Das hat uns Herr Bauer gerade als Berichterstatter noch einmal vorgetragen. Im selben Atemzug musste er aber sagen, nee, wir haben doch noch einen Änderungsantrag. Also, solche Verfahren sind für mich, nein, das ist nicht ungewöhnlich, das ist eine Missachtung uns hier als Gesetzgeber, das ist kein ordentliches Verfahren. Und jetzt mal unabhängig davon, wer zuständig ist, ein solches Gesetz einzubringen. Sie, inklusive dem Innenminister Herr Beuth, Sie verursachen ungefähr ein Jahr vor der Landtagswahl das größtmögliche Chaos mit einer unausgegorenen Wahlrechtsreform. Kurzer Blick zurück. Trotz aller Hinweise verneinen Sie noch in diesem Jahr die Notwendigkeit, das Wahlgesetz ändern zu müssen. Und das, obwohl, es ist schon ausgeführt, Wahlkreise ungleich groß sind. Und nicht einmal mehr als ein Jahr vor der Landtagswahl müsste eigentlich uns allen klar sein, jetzt nichts mehr am Wahlgesetz zu ändern. Die Aufstellungsversammlungen laufen doch bereits. Und schon gar nicht, aber Sie lesen auch in der Zeitung, dass sie laufen. Und schon gar nicht sollen die Regierungsfraktionen einseitig die Wahlgrundlagen ändern. Und dreimal nicht sollten Sie gegen den erklärten Willen der Gemeinden mit veralteten Daten und erkennbarem Willen zur Veränderung von Mehrheitsverhältnissen das Wahlgesetz ändern. Genau das machen Sie aber nun. Und mit welchem Ergebnis? Nahezu alle Sachverständigen, Gemeinden, Gebietskörperschaften haben in aller Deutlichkeit gesagt, dass ihre Reformabsichten ein einziger Murks sind. Fest steht nun, dass wir weder mit dem alten Gesetz noch mit dem neuen eine rechtssichere Grundlage für die Landtagswahl haben. Herzlichen Glückwunsch, Herr Beuth, das haben Sie zu verantworten. Und weil Sie, nicht nur Sie, Herr Bellino, sondern auch weitere, uns LINKEN ja immer nicht glauben,
und die CDU-Grünen-Sprecher hier wieder so tun, als gäbe es ja gar kein Problem, will ich hier im Plenum mal die Sachverständigen, betroffenen Gemeinden und Beobachter der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf zu Wort kommen lassen. Teile davon sind schon zitiert. Herr Prof. Dr. Martin Will, Zitat: Wenn das vor den Staatsgerichtshof kommt, wird dieser im Lichte der neueren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie der Rechtsprechung anderer Staatsgerichtshöfe und der Verfassungsgerichte der Länder zu dem Ergebnis kommen, dass das Ganze verfassungswidrig ist. Herr Prof. Dr. Hofmann, in der schriftlichen Stellungnahme habe ich sogar gesagt, dass ich es für verfassungswidrig halte, dass nicht die aktuellsten Zahlen zugrunde gelegt worden sind. Und Herr Hofmann spricht auch das schon erwähnte sogenannte Gerrymandering an, benannt nach einem US-Politiker, der das angeblich erfunden hat, Wahlkreise so zuzuschneiden, dass davon eine Partei profitiert. Wir werden im Duden beobachten, ob Beutezug demnächst mit CH geschrieben wird. Also weiter Dr. Hofmann. Gerrymandering ist ebenfalls ein Punkt, der unbedingt eingehalten werden muss. Wenn es tatsächlich so ist, dass durch den Neuzuschnitt eines Wahlkreises ein Wahlkreis, der bisher dahin zwischen A- und B-Partei umstritten war, plötzlich mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Wahlkreis wird, der von der A-Partei gewonnen wird, dann stinkt die Sache, um es direkt zu sagen. Aus den Stellungnahmen der Gemeinden ist schon zitiert worden. Deswegen will ich an dieser Stelle nur kurz Herrn Dr. Walter Arnold aus der Fuldaer Zeitung von gestern zitieren, wo er in einem Gastbeitrag schreibt, das ist sehr bedauerlich, und unter anderem aus diesen Gründen befürworte ich die Aufteilung meines Wahlkreises nicht. Also bis in die eigenen Reihen haben Sie ein Problem mit diesem Gesetzentwurf. Zusammenfassend haben wir alle in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 16. November gelesen, so nicht. Die CDU-Grünen-Koalition hat sich bei der Reform der Wahlkreisgrenzen in eine Sackgasse manövriert. Wenn Schwarz-Grün eine Neuregelung partout für erforderlich hält, ist zumindest eine Revision des vorliegenden Hoppla-Hopp-Gesetzentwurfs unumgänglich. Der Eindruck, die Wahlkreisänderungen hätten politische Gründe, muss um jeden Preis vermieden werden. Das machen Sie aber mit Ihrem heutigen Änderungsantrag ausdrücklich nicht, weil Sie bleibend die Begründung für die jeweiligen Änderungen auch in diesem Änderungsantrag uns schuldig. Herr Bauer, Herr Frömmrich, Herr Beuth, man fragt sich, auf welchem Planeten Sie eigentlich leben, wenn Sie eine solch vernichtende und berechtigte Kritik schlicht nicht zur Kenntnis nehmen. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Wahlgesetz und damit die Landtagswahl absehbar beklagt sein wird, schon vor der Wahl. Sie müssen sich Vorwürfe der politischen Manipulation gefallen lassen und haben zu verantworten, hier mit einem, ich sage mal, schäbigen Verfahren bis hin zur Verfassungswidrigkeit gehendes Wahlgesetz parteipolitisch motiviert durchzudrücken. Es ist uns aber aufgefallen, meine Damen und Herren. Die Regierungsfraktionen haben es eingebracht, aber der Innenminister, ich sage noch einmal, Sie chaotisieren die Landtagswahl noch bevor der Termin überhaupt feststeht. Sie sind zur Vorlage eines rechtssicheren Gesetzes entweder nicht in der Lage, oder Sie betreiben bewusst Wahlmanipulation durch CDU-günstige Wahlkreisveränderungen. Und man muss es leider immer wieder sagen. Herzlichen Glückwunsch an die GRÜNEN. Früher haben Sie hier immer, auch Sie, Herr Frömmrich, vorgetragen, Mehrheit ist nicht Wahrheit. Ich vermute einmal, dass Sie das heute nicht sagen werden. Es wäre aber immer noch richtig. Mehrheit ist nicht Wahrheit. Es ist schon erstaunlich, mit welcher 180-Grad-Drehung Sie auf einmal an der Seite der CDU kämpfen. Ich kann nur sagen, auch mit Ihrem Änderungsantrag ist für uns LINKE dieses Gesetz nicht zustimmungsfähig, weder heute noch in einer dritten Lesung. Ich bedanke mich. Das hat der Kollege Greilich, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden hier heute über nichts anderes als über die Frage, ob die Wahl zum Hessischen Landtag im nächsten Herbst verfassungsmäßig durchgeführt werden kann. Das ist eine Frage, wo ich mir in der Tat wünschen würde, dass mit etwas mehr Ernst und auf der Suche nach Lösungen, nach echten Lösungen, an das Thema herangegangen wird. Deswegen will ich noch einmal versuchen, den Hintergrund zu erläutern. Es geht hier um den Grundsatz der Gleichheit der Wahl nach Art. 73 Abs. 2 der Hessischen Verfassung. Das erfordert, dass in jedem Wahlkreis eine nicht allzu unterschiedliche Zahl an Stimmberechtigten besteht. Da eine annähernd identische Anzahl natürlich tatsächlich nicht zu erreichen ist, erkennt auch das Bundesverfassungsgericht die schon mehrfach erwähnte Toleranzschwelle von ±25% an. Das ist die maximal zulässige Abweichung nach Bundesverfassungsgericht. Nach den Zahlen, die Sie Ihrem Gesetzentwurf zugrunde gelegt haben oder die der Innenminister dort eingearbeitet hat, kommen Sie da ja auch hin. Nur das Dumme ist, dass diese Zahlen lediglich dem Entwurf entsprechen, aber die Zahlengrundlage selbst untauglich ist. Das ist der wesentliche Kritikpunkt an diesem Gesetzentwurf. Ich erkläre es Ihnen gleich, Herr Kollege Bauer. Es ist zu bezweifeln, das geht so nicht. Deswegen muss man aus dem Rechtsstaatsprinzip das verfassungsrechtliche Gebot beachten, den Zuschnitt nach den besten verfügbaren Daten herzustellen. Das eben tun Sie nicht. Kollege Rudolph hat das, lieber, ich würde zuhören. Der Kollege Rudolph hat schon darauf hingewiesen, Sie stützen sich auf Zahlen vom 31.12.2015 mit der Begründung, es gebe keine entsprechenden Zahlen mit einem aktuelleren Stand, weil die beim Statistischen Landesamt nicht verfügbar seien. Ich sage Ihnen ganz einfach, es gibt sehr viel konkretere und sehr viel besser geeignete Zahlen, die verfügbar sind, nämlich die Zahlen der Bundestagswahl 2017, die, wie Sie wissen, erst wenige Wochen zurückliegt. Kollege Boddenberg, es ist nicht falsch, diese Zahlen sind erstens aktueller. Sie stammen nämlich aus dem September dieses Jahres. Sie unterscheiden sich in der Tat an einem Punkt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann noch dazu komme, das einmal auszuführen. Lieber Kollege Boddenberg, wenn Sie zuhören würden, könnten Sie an der Stelle in der Tat einmal etwas lernen. Jetzt erzählen Sie wieder, ich wäre Oberlehrer, aber ich versuche einfach nur einmal, den Sachverhalt zu klären. Die Zahlen der Bundestagswahl unterscheiden sich von der Anzahl und von der Feststellung der Stimmberechtigten bei der Landtagswahl. Das ist richtig. Aber woran liegt das? Es liegt daran, dass bei der Bundestagswahl auch Personen stimmberechtigt sind, die am Wahltag außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben. Das ergibt sich aus dem Bundeswahlgesetz. Da haben Sie eine Differenz. Nur diese Differenz kann man auch ausräumen, wenn man das will. Die kann man auch ausräumen. Dazu ist eine relativ einfache Rechenoperation. Dazu muss man nur die Zahl der im Ausland lebenden Stimmberechtigten von der Anzahl der Stimmberechtigten bei der Bundestagswahl 2017 abziehen. Dann kommt man auf genau die richtige Zahl. Und dann erhalten Sie die Zahl der Stimmberechtigten, die am 24. September, wenn Landtagswahl gewesen wäre, bei der Landtagswahl stimmberechtigt gewesen wäre. Dass das eine aussagekräftige und eine aktuellere Zahl ist, das werden Sie nicht ernsthaft bestreiten wollen. Nun haben wir gehört, es sei schwierig, mit dort zu echten Zahlen zu kommen. Wir haben vorige Woche einmal beim Bundeswahlleiter angerufen. Es sind in Hessen genau 9.776 Stimmen. 9.776 Stimmen. Nun könnte man auf die Idee kommen, man kann das ja nicht richtig runterbrechen auf die einzelnen Wahlkreise. Auch das haben wir überlegt, weil im Innenministerium ja anscheinend nicht die Möglichkeit besteht, solche Hausaufgaben zu erledigen. Wir haben heute früh, wann war es? Entschuldigung. Heute früh haben wir angerufen beim Bundeswahlleiter und bekamen nach unserem Anruf von heute Vormittag heute um 12.40 Uhr per Mail die Zahlen heruntergebrochen auf die einzelnen Wahlkreise. Das ist ein bisschen schwierig. Ich zeige es noch einmal vor. So sieht das aus. So sieht das aus. Und mit diesen Zahlen, ich denke, rechnen müssten Sie noch selber können. Herr Minister, ich stelle es Ihnen zur Verfügung. Mit diesen Zahlen sind Sie in der Lage, einen verfassungsmäßigen Gesetzentwurf vorzulegen.
will das nur noch einmal klarstellen. Diese Zahlen sind nicht nur über anderthalb Jahre aktueller als die, die Sie zugrunde gelegt haben. Sie haben noch einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie beziehen sich nämlich auf die richtige Bezugsgröße, auf diejenigen, die wahlberechtigt sind, und nicht auf die Frage der Einwohner, bei denen ja noch die abzuziehen sind, die aus irgendwelchen Gründen nicht wahlberechtigt sind. Die zwar über 18 sind, aber nicht wahlberechtigt. Insofern komme ich zu dem ersten Fazit. Sie berechnen sehr einfach unter Einbeziehung der Anzahl dieser Stimmberechtigten auf aktueller Datenbasis neu. Dann sind Sie in der Lage, dann haben Sie die Voraussetzung, eine Voraussetzung, um einen verfassungsmäßigen Gesetzentwurf vorzulegen. Ich will an dieser Stelle eines einschieben, weil ich Herrn Kollegen Dr. Arnold hier sehe und in der Tat auch gelesen habe, was heute, gestern in der Fuldaer Zeitung unter seinem Namen veröffentlicht ist. Vielleicht kann er das ja hier gerade rücken. Das heißt dort, leider ist schnelles Handeln jetzt nötig geworden, weil die Landtagsfraktion der FDP in einem Schreiben mit einer Klage gegen die Wahlergebnisse der kommenden Landtagswahl gedroht hat, falls es vorher zu keinen Änderungen kommt. Lieber Herr Kollege Dr. Arnold, gerade wenn man ein Fulda direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter ist, sollte man sich an die Gebote halten, unter anderem auch an das, du sollst kein falsches Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Was ist denn der Sachverhalt? Was ist denn der tatsächliche Sachverhalt? Der Sachverhalt ist der, dass uns der Innenminister mitgeteilt hat, es ist zwar alles verfassungswidrig, was wir dort stehen haben, aber wir wollen diese Wahlperiode nichts mehr daran ändern. Was war das? Das war der durchschaubare Versuch, die Parteien und die Fraktionen in Mithaft zu nehmen für die Gefahr, ein verfassungswidriges Wahlverfahren durchzuführen. Was haben wir geschrieben? Wir haben geschrieben, dass wir feststellen, dass die Befürchtungen des Innenministers zutreffend sind, dass wir in die Gefahr laufen, dass eine Wahl angefochten werden könnte. Und wer das im Zweifelsfall tun würde, ist eine völlig andere Frage. Wir würden es nicht tun. Aber ich erinnere mich an Parteien und weiß von Parteien, die in anderem Bereich kandidieren und gewählt worden sind. Wenn die, wie wir vielleicht noch hoffen könnten, mittlerweile zweifle ich, dass das gelingt, dass diese Parteien an der 5-%-Klausel scheitern. Wenn die AfD gescheitert wäre, sie hätten sich darauf verlassen können, dass sie diese Klage bekommen hätten. Und genau das ist unser Ansinnen gewesen, das zu vermeiden. Wir haben mit keinem Wort eine Klage angedroht, mit keinem Wort. Und deswegen hoffe ich, lieber Herr Kollege Dr. Arnold, damit da nichts Falsches zurückbleibt, dass Sie das hier dann auch einmal entsprechend klarstellen. Ich will jetzt nicht noch im Einzelnen wiederholen, warum die Begründung, die Sie gegeben haben, auch in Ihrem Änderungsantrag nicht ausreicht, um konkret zu begründen, warum genau diese Änderungen in den Wahlkreiszuschnitten gemacht werden. Da kann ich mich beziehen auf die verschiedenen Stellungnahmen in der Anhörung, die Sie eigentlich nur nachzulesen müssen, um zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Ich sage deshalb abschließend mein zweites Fazit. Und da hoffe ich, dass wir hier in diesem Haus Einigkeit haben. Kein Demokrat wünscht sich ein angreifbares Wahlrecht. Kein Demokrat kann wünschen, dass wir auf einer falschen Grundlage Landtagswahlen durchführen. Deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, fordere ich Sie nochmals auf, räumen Sie die verfassungsrechtlichen Bedenken aus. Bessern Sie Ihren Gesetzentwurf auch mit Ihrem Änderungsantrag, der dem nicht gerecht wird, nach. Verwenden Sie aktuelles Zahlenmaterial, wählen Sie die exakte Bezugsgröße und begründen Sie die vorgenommene Neueinteilung. Ich könnte auch einfach sagen, machen Sie endlich einmal Ihre Hausaufgaben. Zu einer kurzen Intervention erteile ich das Wort Herrn Abg. Dr. Arnold. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin zweimal angesprochen worden in den letzten beiden Beiträgen und möchte dazu Folgendes sagen. Ja, es ist richtig. Ich bedauere, dass offensichtlich durch diese Wahlkreisveränderung Eiterfeld den Wahlkreis 14 verlässt. Eiterfeld ist als Marktgemeinde sehr verwurzelt mit dem Landkreis Fulda und ist Teil meines Wahlkreises gewesen. Aber ich sage
Auf der anderen Seite auch, hören Sie doch bitte zu, Herr Rudolph. Ich sage auf der anderen Seite auch ganz deutlich, und das auch in Richtung der FDP. Ich war der Auffassung im Frühjahr dieses Jahres, dass durch diesen Brief des Innenministers ganz klar vorgegeben ist, dass es hier ein möglicherweise größeres Problem gibt in der Wahlkreisneuordnung und dass man in Ruhe das in der neuen Legislaturperiode hätte angehen können. Der Brief der FDP, den Sie ja nicht abstreiten, Herr Kollege Greiling, hat dazu geführt, dass diese Frage, es könnte beklagt werden, und Sie haben es zwar jetzt so dargestellt, dass Sie das nur theoretisch angesprochen haben, dass da nicht drinsteht in dem Brief, dass die FDP das beklagen würde. Aber, lieber Herr Kollege Hahn, wenn jemand sagt, es könnte beklagt werden, dann räume ich gerne ein, dass ich das so interpretiert habe und vielleicht auch noch andere, dass es die FDP sein könnte. Aber entscheidend ist doch, dass der Innenminister aus seiner Verantwortung heraus gesagt hat, dann können wir das so nicht stehen lassen. Und wir müssen etwas tun. Und deswegen unterstütze ich das. Dann unterstütze ich das, was der Innenminister angeregt hat, nämlich, dass wir in einer Gesetzesänderung darauf reagieren. Und so leid mir das tut, dass Eiderfeld dann durch diesen Vorgang aus dem Wahlkreis 14 gehen muss. Ich trage diesen Gesetzentwurf mit, weil ich keine Alternative dazu sehe, was der Innenminister vorgeschlagen hat und was die beiden Fraktionen umgesetzt haben in ihrem Gesetzentwurf. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Kollege Greilich. Herr Kollege Dr. Arnold, ich muss wirklich sagen, das enttäuscht mich jetzt schon. Die klare Frage, steht das da drin? Behaupten Sie weiter, dass das in dem Brief drinsteht, wir hätten Klage angedroht? Das haben Sie nicht zurückgenommen, das haben Sie nicht korrigiert. Ich stelle noch einmal fest, diese Behauptung, die Sie hier in der Fuldaer Zeitung veröffentlicht haben, ist nichts anderes als schlicht unwahr. Das Wort hat Herr Abg. Frömmrich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Meine Damen und Herren, der Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein Themenkomplex, man merkt es, der auch dazu führen kann, dass das hier emotional in die Höhe geht. Ich kann das auch nachvollziehen. Es geht hier, das haben wir auch in der Anhörung gehört, es geht hier um Gemeinden, die sich nicht richtig zugeordnet fühlen. Es geht um Landkreise, die sagen, da werden unsere Landkreisgrenzen verrückt und zerschnitten, da sind Bezüge nicht da. Da geht es natürlich auch um Kolleginnen und Kollegen, die hier im Hessischen Landtag Wahlkreise vertreten und die natürlich auch schauen, ob die Veränderung unter Umständen was mit ihrem Wahlkreis, mit ihrem Mandat und mit den Ergebnissen in ihrem Wahlkreis zu tun haben könnte. Von daher kann ich verstehen, dass man hier ein bisschen emotional ist. Aber ich finde, man sollte doch vielleicht sich noch einmal genauer anschauen, was hier vorliegt und auf welcher Grundlage wir hier diesen Gesetzentwurf vorgelegt haben. Und ich finde, Herr Kollege Arnold hat das ja gerade noch einmal sehr deutlich gesagt. Ich will das noch einmal betonen. Wir hatten in den ersten Gesprächen, die wir miteinander geführt haben, und auch darauf sind ja auch die Briefe des Ministers entstanden, waren wir der Auffassung, wir müssen daran irgendwann etwas ändern. Da verschieben sich Zahlen und Ungleichgewichte von Nordhessen nach Südhessen. Und das ist dem demografischen Wandel geschuldet. Das wussten wir ja alle. Wir hatten hier einmal eine Enquetekommission dazu. Aber wir sind eher davon ausgegangen, dass wir gesagt haben, das machen wir in aller Ruhe in der nächsten Wahlperiode mit Sachverstand von außen, und dann entscheiden wir das. Das war zumindest der Sachstand, den ich hatte. Und dann, in der Tat, Herr Kollege Greilich, dann kam die Intervention der FDP. Und nach dieser Intervention haben wir gemeinsam miteinander geredet und haben gesagt, na gut, wenn wir das jetzt hätten einhellig festgestellt und hätten alle gesagt, okay,
Das ist eine Geschichte, das machen wir in der nächsten Wahlperiode, und alle sind sich einig. Dann hätten wir das in der nächsten Wahlperiode angefangen. Aber dadurch, dass die FDP gesagt hat, halt mal, das ist komplex, das ist schwierig, und das hat unter Umständen auch das Problem, dass die Wahl angefochten werden kann oder dass es zumindest juristische Probleme damit geben kann, haben wir das noch einmal besprochen und gesagt, ja, dann müssen wir wenigstens, ja, vielleicht lassen Sie doch einfach auch mal mich ausreden. Ich habe, glaube ich, hier jetzt noch nicht dazu beigetragen, im Streit zu gehen, sondern ich habe versucht, ein bisschen zu erklären, wie es entstanden ist, damit man aus der Debatte auch ein bisschen vielleicht noch einmal die Emotionen hinausnimmt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir doch noch einmal was daran ändern. Und dann hat man sich darauf geeinigt und hat gesagt, der Kollege Bauer hat es gerade so schön ausgedrückt, minimalinvasiv vorzugehen und zu schauen, dass man die größten Schwierigkeiten versucht zu verschieben, dass wir mit diesen 25% in der Regel hinkommen und dass man dann im nächsten Hessischen Landtag darüber in aller Ruhe diskutiert und auch schaut, wie man den demografischen Wandel in unserem Bundesland dann abbildet. Das war sozusagen die Grundlage, auf der wir gearbeitet haben. Und wir haben auch immer gesagt, das betone ich hier auch noch einmal, weil es ein bisschen auch, finde ich, weggenuschelt wird. Wir haben immer gesagt, wir machen einen Vorschlag. Das ist unser Angebot, wie man es machen könnte. Wir haben aber im gleichen Atemzug immer wieder gesagt, die Kollegin Dorn hat das hier auch in der Einbringungsrede in der ersten Lesung gemacht, wir haben immer gesagt, wenn es Vorschläge aus dem Hause gibt, wo gesagt wird, wir machen das nicht A nach B, sondern wir machen C nach B, weil das besser passt und das bringt im Prinzip die gleichen Auswirkungen, da haben wir als Koalition immer betont, dass wir einer solchen Regelung grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Wenn es Vorschläge gibt, die machbar sind und die das gleiche Ergebnis bringen, machen wir das mit, überhaupt kein Problem. Das war unsere Intention, das haben wir als Angebot gemacht. Und ich möchte hier schon einmal, vielleicht darf ich das, da kriege ich ja gleich wieder Schimpfe, aber gut, ich mache es trotzdem. Ich möchte an einen Satz eines ehemaligen hochgeschätzten Fraktionsvorsitzenden in diesem Hause erinnern. Der hat gesagt, wenn es irgendwie Diskussionen gab und man konnte nicht nachvollziehen, was nun ist, dann hat er gesagt, mir liegt nichts vor. Und so ist es. Uns liegt in Bezug der anderen Fraktionen auf dieses Gesetz nichts vor. Sie haben keinen eigenen Änderungsantrag zu diesem Gesetz in den Gang gebracht. Und wenn man hier so auftritt und alles kritisiert und alles sagt, dass alles schlecht gewesen ist, dann hätte ich mir wenigstens vorstellen können, dass man hier etwas dem Hause vorlegt und sagt, wir würden das gerne so regeln. Uns liegt nichts vor, und auch Oppositionsfraktionen haben die Möglichkeit, hier Anträge dem Hause vorzulesen, meine Damen und Herren. Weiterer Punkt, der angesprochen Weiterer Punkt, der hier angesprochen worden ist, ist die Frage des statistischen Materials. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, das habe ich auch, glaube ich, in der Anhörung zum Ausdruck gebracht, dass mich das einigermaßen verwundert, dass wir mit all der Technik, die wir heute haben, und mit all dem Personal für Statistik nicht in der Lage sind, das vorzulegen. Die Präsidentin hat das erläutert, warum das der Fall ist. Aber, Herr Kollege Greilich, so einfach, wie Sie das hier gerade gemacht haben, und es war ja, finde ich, Kompliment. Ich kenne das noch aus Oppositionszeiten. War eine gute Inszenierung, die Sie hier gemacht haben. Aber es sind ja nicht nur diejenigen Wählerinnen und Wähler, die im Ausland sind, die bei einer Bundestagswahl mitwählen können. Und wir haben in Hessen das Wahlrecht, dass Sie wenigstens 3 Monate Ihren Wohnsitz in Hessen haben müssen, damit Sie an der Wahl in Hessen teilnehmen können. Also derjenige, der von Mannheim nach Hessen zieht, der hat bei der Bundestagswahl in Hessen Wahlrecht, weil er in der Bundesrepublik Deutschland für die Bundestagswahl wählt. Wenn er von Mannheim nach Hessen zieht, bei der Landtagswahl, muss er eine gewisse Zeit in Hessen gewohnt haben, um wahlberechtigt zu sein. Von daher ist das, was Sie hier so gerade einmal versucht haben, so schnell wegzunuscheln, ist ein Problem. Der Kollege Bodden.
Der Kollege Boddenberg hat das gerade dazwischengerufen. Das ist ein Problem, das ein bisschen komplexer ist, als es gerade hier dargestellt worden ist. Der Kollege Boddenberg hat zu Recht dazwischengerufen. Auch dann hätten wir es wahrscheinlich mit 5 Juristen zu tun, die 10 verschiedene Meinungen vertreten und sagen, warum dies ausgerechnet nicht geht. Ein sehr komplexes Gesetz, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir legen Ihnen hier am Ende etwas vor, was wir machen können. Und wir geben Ihnen ja sogar eine Alternative. Gestatten Sie Zwischenfragen? Nein. Wir geben Ihnen ja sogar eine Alternative. Denn wir sagen Ihnen, wie wir das dann regeln wollen, und zwar im Großen und Ganzen, was die Frage der Wahlkreisreform angeht, was die Frage dann auch externen Sachverstandes angeht, was die Frage von Diskussionen angeht, besetzt mit dem Landeswahlleiter, mit dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs, mit der Statistikbehörde, mit Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag. Und natürlich sind das Abgeordnete aus dem Hessischen Landtag, die die Fraktionen benennen, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen. Wir wollen eine überparteiliche Lösung dann schaffen. Dafür ist es da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, darf ich um mehr Ruhe? Ja, das ist schon ein bisschen komisch, weil es ist so wichtig, ja. Entschuldigung, es ist so wichtig, dass man so dazwischen redet. Ich rede schon eben, Herr Kollege. Sehr fair. Vielen Herr Kollege, Dank. Danke für die Unterstützung, aber ich bitte jetzt danke schön, Herr Präsident. Okay. Also, dass man von daher ist es nicht so ganz einfach. Wir machen Ihnen auch einen Vorschlag, wie man es dann zu gestalten hat. Ich will mal sagen, wir haben ja viele Anzuhörende gehabt. Alle Gemeinden, die eingeladen waren, haben das eine oder andere daran kritisiert, haben gesagt, wir hätten es gerne so, macht es doch lieber anders. Wenn wir noch 10 Gemeinden eingeladen hätten, hätten die wahrscheinlich uns auch erzählt, dass das mal gerade nicht geht, weil es gerade Sie betrifft. Also, das ist eine schwierige, komplexe Sache. Aber ich sage mal in Richtung der SPD. Sie haben ja immer das Beispiel Nieste gebracht. Das Beispiel Nieste, weil kann man auch nachvollziehen, sich da der Bürgermeister auch zugeäußert hat, SPD-Bürgermeister im Übrigen, sich dazu geäußert hat und er auch einen Vorschlag gebracht hat. Ich frage nur, ist der Vorschlag, den der Bürgermeister der Gemeinde Nieste SPD gemacht hat, der Vorschlag der SPD? Weil der sagt nämlich, wir machen aus dem geteilten Wahlkreis Hersfeld-Rotenburg Werra-Meißner, dann machen wir die Bürger aus Werra-Meißner zu Werra-Meißner, aus Hersfeld-Rotenburg zu Hersfeld-Rotenburg. Und dann lösen wir einen Wahlkreis dort auf. Und wenn Sie mal sich die Demografie anschauen, Herr Kollege Rudolph, dann wird das heißen, dass dieser Wahlkreis wahrscheinlich in den Main-Kinzig-Kreis oder in die Wetterau oder irgendwo nach Südhessen auf jeden Fall wandert, weil das die Demokratie ist. Ist es der Vorschlag der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in diesem Hause, dass wir in Hessen, in Nordhessen, einen Wahlkreis dicht machen und ihn nach Südhessen verlagern? Das müssten Sie mal hier beantworten, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie die Sachen schon so aufblasen. Wenn Sie die Sachen schon so aufblasen. Ich glaube, wenn man das noch einmal sich genauer anschaut, ich komme auch zum Schluss, Herr Präsident, wenn man sich noch einmal genauer anschaut, wir haben es mit einer schwierigen Situation zu tun, ohne Frage, emotionalisiert kann auch sein. Ich kann auch verstehen, Kolleginnen und Kollegen der großen Parteien sind da deutlich mehr betroffen, als das von den kleineren Parteien ist. Es ist auch verständlich, dass das so diskutiert wird. Aber am Ende legen wir Ihnen eine minimalinvasive Lösung vor, wie der Kollege Bauer das ausgedrückt hat. Und wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht, wie wir das Problem in der nächsten Wahlperiode angehen. Wir haben ein Demografieproblem, wir haben einen Wandel, ein Ziehen von den ländlichen Räumen in die Ballungsräume. Dem müssen wir irgendwann auch gerecht werden. Aber ich glaube, dass wir mit dem Gesetzentwurf zumindest ein Angebot machen, wie wir die nächste Landtagswahl hier durchführen können. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.